Hallo ihr Lieben, diese kleine grüne Weihnachtskugel im Glitzerlook mit den Schneeflocken möchte ich ganz gern mit euch basteln. Das sieht einfach, wir brauchen nur drei Materialien und einen Kleber und dann legen wir einmal los. Für unsere Weihnachtskugel brauchen wir als Grundlage wirklich nur eine weiße Plastik-Weihnachtskugel. Ich habe die hier im Großpack gekauft für 30 Stück für 6 bis 7 Euro in verschiedenen Größen. Und das sind wirklich ganz normale Weihnachtskugeln, nicht zum Basteln, weil die eigentlich günstiger sind. Dazu möchte ich dann dieses grüne Paillettenband aufkleben. Das gibt es auch in Meterwaage auf der Rolle. Das sind 50 Meter hier, auch aus dem Internet, und es wirkt dann besonders edel. Wir brauchen für diese Arbeit am besten Heißklebe, weil wir die ganze Kugel verzieren wollen mit diesem Paillettenband. Dazu müssen wir uns erstmal einen langen Anfang machen. Gut einkleben mit dem Heißkleber. Und jetzt schlingen wir das Paillettenband eng an eng um unsere Kugel. Geben Kleber an. Natürlich geht das auch mit dem Kraftkleber. Es dauert dann halt nur länger, bis es festklebt. So, und jetzt das schön nebeneinander kleben. Ganz locker. Bisschen andrücken, aber drängt dran. Heißkleber ist heiß, Verbrennungsgefahr ist groß. Ich nehme auch eigentlich ganz gern immer mal so einen Zahnstocher dabei und drücke es damit fest. So. Und jetzt kleben wir rundherum diese Kugel mit Paillettenband. Oh, immer mal festdrücken. Und das machen wir jetzt erst einmal rundherum. Und ich zeige euch dann, wie der Abschluss geht. Jetzt ist fast die Weihnachtskugel geschlossen. Wir legen jetzt die letzten Bahnen locker in den letzten offenen Kreis, schieben uns genau hin, dass alles zu ist. Vorsichtig andrücken, einmal noch Kleber angeben und verschließen. Moment warten, bis getrocknet ist, und dann schneiden wir ab. Und dann habt ihr eine wunderschöne Glitzerkugel. Ja, die sind nämlich ganz schön teuer, wenn man sie kauft. Und dann könnt ihr natürlich auch Riesenkugeln damit machen. Ich habe da auch schon eine ganz große Dekokugel mitgemacht. Die Glitzerkugel in Grün ist jetzt fertig geklebt und getrocknet. Und jetzt nehme ich solche kleinen Schneeflocken. Die gibt es in unserem ganzen Gebinde. Die kann man immer wieder benutzen. Möchte ich jetzt noch rundherum draufkleben. Einfach in der Mitte so einen kleinen Klecks. Und dann kommen unsere Schneeflocken rundherum auf die Kugel. Und ich denke, das ist doch wirklich eine schnelle und schöne und edle Idee für eine Weihnachtskugel zum selber basteln. Ups. Man muss sie ja nicht immer kaufen. Und wenn man da auch ganz große macht und ganz kleine, es gibt ja diesen Pack mit den Weihnachtskugeln in ganz verschiedenen Größen. Man muss nur darauf achten, dass es wirklich eine weiß ist, sonst wirkt das nicht so schön. Und dann kleben wir rundherum ein paar Schneeflocken. Und schon wieder ist eine wunderschöne kleine Weihnachtskugel für unseren Christbaum, für unser Weihnachtsgesteck. Fertig. Und vielleicht schaut ihr auch mal rein in meine Weihnachtsgestecke oder die beleuchteten, gehäkelten Weihnachtsbäume und die Schneemänner. Dann kann man das auch immer schön dabei hängen oder legen. Es würde mich riesig freuen. Und ich wünsche euch eine wundervolle Winterzeit.